Morgen beginnt für Angela Merkel auf dem EU-Gipfel der entscheidende Kampf um eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Und wenn sie scheitert, dann hat das unabsehbare Folgen für Deutschland, die EU, aber auch für die Kanzlerin selbst. Aber jetzt schon müssen wir die Frage stellen, wie verkraftet unser Sozialsystem 1 Million Zuwanderer? Wird es Verteilungskämpfe geben zwischen Hartz-IV-Empfängern und Flüchtlingen? Das Thema bei Sandra Maischberger. Sozialstaat unter Druck. Kosten uns die Flüchtlinge zu viel? Unsere Gäste. Roland Tichy, der Wirtschaftsjournalist, sagt, mit den Flüchtlingen haben wir uns Armut ins Land geholt. Damit gefährden wir unseren Sozialstaat. Leni Breimeyer. Für die Verdi-Landeschefin Baden-Württembergs steht fest, die Flüchtlinge können unseren Fachkräftemangel beheben und werden später unsere Renten bezahlen. Zwei berühmte Wirtschaftsprofessoren Deutschlands mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Bernd Raffelhüschen sagt, die meisten Flüchtlinge sind unterqualifiziert und werden deshalb unser Sozialsystem belasten. Marcel Fratscher widerspricht, die deutsche Wirtschaft wird stark von ihnen profitieren. Edel Trautsack, die Leiterin der Gifhorner Tafel, berichtet von Konflikten zwischen Einheimischen und Flüchtlingen bei der Verteilung von Lebensmitteln. Später kommen noch der Unternehmer Wolfgang Grupp und der frühere Flüchtling und heutige Lehrling Alireza Faghizadeh. Guten Abend und schön, dass Sie bei uns sind. Herr Tichy, die Konjunktur brummt. Wir haben so viel Erwerbstätige wie selten zuvor. Warum machen Sie sich in der Situation Sorgen um unseren Sozialstaat? Der Sozialstaat ist eben auch an Grenzen gebunden. Und je mehr Menschen den Sozialstaat beanspruchen, umso mehr entsteht die Gefahr, dass er leer läuft. Wir haben den Sozialstaat eigentlich auf den Kopf gestellt. Bislang haben wir gearbeitet, Beiträge bezahlt zur Krankenversicherung, Rentenversicherung. Ja. Und wenn die Arbeit weg war oder das Alter kam oder die Krankheit, hat man erhalten. Jetzt drehen wir das um. Wir versprechen Menschen auf Jahre hinaus, und zwar auf viele Jahre hinaus, Sozialleistungen in der Hoffnung, dass sie später Beiträge bezahlen. Ich halte das für sehr gefährlich. Jetzt muss man unterscheiden. Flüchtlinge verdienen unsere Unterstützung. Da muss man nicht rechnen. Aber man muss wissen, dass je mehr Menschen kommen, von denen nur ein Teil den Begriff der Flüchtlinge verdienen, dass dann der Sozialstaat in Gefahr kommt. Es ist eine Frage der Menge auch, Frau Breimeyer. Ist das vernünftig, was Herr Tichy sagt? Überfordern wir gerade das, was wir so mühsam aufgebaut haben in vielen Jahrzehnten? Ich glaube, wenn der Sozialstaat am Ende wäre, dann wäre dieser Staat am Ende, weil wir sind ein Sozialstaat, wir sind ein sozialer Bundesstaat. Und ich glaube nicht, dass es die Frage von Flüchtlingen ist, sondern wir haben die letzten 20 Jahre Sozialabbau betrieben ohne Ende. Wir haben es ab Januar, dass wir die Arbeitnehmerbeiträge für die Krankenkassen sind gestiegen, die Arbeitgeberbeiträge sind nicht gestiegen, mit und ohne Flüchtlinge. Wir machen seit 15 Jahren kaum noch sozialen Wohnungsbau. Das ist ein Problem, mit und ohne Flüchtlinge. Also die Flüchtlinge haben damit nichts zu tun, ich glaube. Aber verschärfen Sie das Problem, weil es so viele sind? Ja, aber ich finde es ein bisschen mies, quasi die Flüchtlinge gegen die Armen in Deutschland in Stellung zu bringen. Also die arme Hälfte in Deutschland hat gerade mal 1% des Vermögens. Und da jetzt untereinander die in Stellung zu bringen, das ist einfach der falsche Weg. Wir haben Menschen in diesem Land, die haben Geld wie Dreck. Ja. Und ich finde, die könnten sich langsam mal beteiligen an dem, was es hier an Aufgaben gibt. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Aber werden jetzt die Krankenkassenbeiträge steigen müssen, wie manche Krankenkassen oder die Zahnärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg fürchtet, das schadet dann den Menschen, die die Beiträge zahlen, nicht, oder? Also das ist doch komisch. Ich meine, Sie sagen, in Stellung bringen, aber jetzt steigen oder jetzt beginnt das zu wirken, was absehbar ist. Wenn man mehr ausgibt, muss man mehr einnehmen. Jetzt müssen die Kassen mehr einnehmen. Und das schadet Ihren Beitragszahlern nicht. Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, dass wir mehr Leute in die Beitragszahlung bringen würden und wenn wir es schaffen würden, dass tatsächlich die Leute das versichern würden, was sie verdienen, wenn wir es nicht gestatten würden, dass die Gutverdienenden sich aus dem System verabschieden, hätten wir überhaupt kein Problem. Also Sie verschieben es auf andere. Ich finde es nicht seriös, ich finde es wirklich nicht seriös, hier den Konflikt aufzumachen, Flüchtlinge gegen Hartz-IV-Empfänger. Das ist in hohem Maße unseriös. Ich finde an sich bei der Runde, Entschuldigung,
Sie reden sofort von mies, Sie machen, sagen unseriös, aber ich sage nur, Beiträge steigen und es wird diejenigen treffen. Ich fände es gut, wenn Sie sagen wir mal, eine offene Diskussion führen würden, die wir bisher in Deutschland leider nicht gehabt haben, nämlich dass wir der Wirklichkeit in die Augen schauen und dass, wenn man natürlich Menschen ins Land holt, Sozialleistungen verspricht, nach 15 Monaten ist jeder Hartz-IV-Empfänger, ist jeder voll rentenversicherungspflichtig, fähig, er kriegt auch eine Altersversorgung. Das kostet natürlich, da können Sie doch nicht einfach so sagen, wenn jemand darauf hinweist, der ist mies, der bringt Menschen in Stellung, Sie müssen doch mit der Wirklichkeit umgehen endlich. Ich gehe mit der Wirklichkeit um und ich sehe, dass wir die Renten in einem Maß gekürzt haben in Deutschland, dass wir Altersarmut haben und noch eine größere bekommen werden, mit und ohne Flüchtlinge. Und wir müssen was tun, mit und ohne Flüchtlinge. Darf ich mal diese linke Seite von mir aus gesehen, also die Wirtschaftsprofessoren und Wissenschaftler fragen, Herr Fratscher, Frau Breymeier sagt, das ist nicht fair, dass wir die in Stellung gegeneinander bringen. Gibt es denn einen Verteilungskampf, kann es denn geben, Ihrer Meinung nach, am unteren Segment der Gesellschaft? Es gibt einen Verteilungskampf, das ist gar keine Frage. Viele Menschen fragen sich, sagen, wir wollten seit vielen Jahren unsere Schulen renovieren, unsere Infrastruktur verfällt, dafür ist dann kein Geld da, jetzt kommen die Flüchtlinge, jetzt ist das Geld da. Aber das hat eigentlich nichts mit den Flüchtlingen zu tun. Diese Probleme haben sie seit vielen Jahren. Und es geht ja auch beim Sozialstaat nicht darum, die Flüchtlinge nehmen den Einheimischen etwas weg. Hier sind zwei Perspektiven extrem wichtig. Zum einen, wir haben einen Sozialstaat, der Schwierigkeiten hat, weil wir eine demografische Wende haben. Weil wir viele Menschen haben, die altern. Ja, aber die haben wir jetzt noch nicht. Und hier bestehen gerade die Flüchtlinge sind eine riesige Chance. Denn die Flüchtlinge sind jung, der Großteil ist sehr, sehr jung. Und wenn es gelingt, diese Menschen in Arbeit zu bringen, dann werden sie in die Sozialsysteme einzahlen und damit auch die heutigen Menschen entlasten. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt. Die Flüchtlinge sind eine Chance, weil sie, wenn sie in Arbeit kommen, gut integriert werden, die Sozialsysteme entlasten. Und damit ist es nicht mehr ein Verteilungskampf. Die einen bekommen weniger, die anderen mehr. Sondern beide Seiten können davon profitieren. Da ist ein Wenn dabei, Herr Raffelhüschen. Wie sehen Sie dieses Wenn? Also wenn die in Arbeit kommen, dann gibt es keinen Verteilungskampf. Lassen wir uns vielleicht von vorne noch mal anfangen. Also der Sozialstaat ist so ausgebaut, wie er noch nie in Deutschland ausgebaut war. Wir haben die höchsten Sozialausgaben, die wir jemals in diesem Land gehabt haben. Wir haben die höchste Sozialausgabenquote auch am Bruttoinlandsprodukt, die wir jemals in diesem Land gehabt haben. Das heißt, den Sozialstaat so am Ende zu sehen, da würde ich vorsichtig sein. Wir haben in etwa ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes, was wir sozial verausgaben. Das war in den 60er, 70er Jahren bei vielleicht einem Viertel. Das heißt, wir haben einen Ausbau des Sozialstaats, keine Kürzung, ganz im Gegenteil. So, und das Zweite ist, wie dieser Sozialstaat dann natürlich jetzt finanzierbar ist. Auch hier muss man ganz klar sehen, tut mir leid, dass ich da widersprechen muss, aber wir haben noch nie so viele Beitragszahler gehabt wie heute. Wir haben noch nie so viele Steuerzahler gehabt wie heute. Und wir haben noch nie so gute Steuerzahler gehabt wie heute. Ist ja gut. Das heißt auf gut Deutsch, wir haben die beste aller möglichen Situationen. Und das ist das Widerliche dabei. Wir kommen gerade mal eben hin. Und jetzt kommt was dazu. Wir haben eben halt schon bei uns 7,5 Millionen Grundsicherungsempfänger. Wir haben 4,4 Millionen Menschen, die in Grundsicherung sind, arbeitsfähig wären, aber keine Arbeit haben. Und zu diesen 4,4 Millionen packen wir jetzt noch, je nachdem, wie viele von den Flüchtlingen wir dazu zählen, aber welche dazu. Und die Quote ist doch eher schlechter noch, als sie in den inländischen Bevölkerungskreisen ist. Die Quote derjenigen, also die Deutsch, Arbeit aufnehmen können, meinen Sie? Oder was meinen Sie mit Quote? Die Quote derer, die in Hartz IV fallen werden, die also in die Grundsicherung fallen werden. Die Quote derer, die natürlich auch, weil sie, ich meine, natürlich sind es junge Menschen, aber sehen Sie, wenn Sie im Durchschnitt doch bei 30, 31, 32 sind und Sie sagen diesem 32-Jährigen, dass er eben halt gut in 6 Jahren vielleicht integrierbar wäre, dann ist er 38. Wie wollen Sie dem dann erklären, dass er 45 Jahre in die Rentenversicherung einzahlen soll, damit er eine auskömmliche Rente bekommt? Das kann er gar nicht. Also wird er dem Steuerzahler zu Last fallen. Wir gucken es uns im Detail an. Ich würde gerne Frau Sack deshalb auch zu uns in die Runde mit reinbitten, weil es gibt bisher noch wenig sichtbare Zeiten, dass tatsächlich an diesem Ende der Gesellschaft ein Verteilungskampf drohen könnte. Aber bei den Tafeln, fester Bestandteil seit Jahren schon bei der Versorgung unserer Armen, könnte man etwas in dieser Art und Weise beobachten. Es kommen zu denen, die schon versorgt werden, noch welche dazu. Und ja, es gibt Konflikte. Bis zu 1,5 Millionen Bedürftiger werden bei den Tafeln mit Lebensmittel- und Kleiderspenden versorgt. Die Stimmung ist seit dem Flüchtlingszuzug an vielen Orten angespannt.
500.000 Flüchtlinge erwartet der Bundesverband der Tafeln in diesem Jahr. Manche der sogenannten Bestandskunden reagieren schon jetzt ablehnend auf die vielen Neuankömmlinge, wie ein Helfer sagt. Klar gibt's Konkurrenz. Viele glauben, dass die Flüchtlinge den Leuten was wegnehmen. Ich habe zwar nichts gegen Flüchtlinge, aber dass wir auch noch darunter leiden müssen, wie als Hartz-IV-Empfänger, finde ich das nicht so toll. Sollen alle dort bleiben, wo sie sind. Die meist ehrenamtlichen Mitarbeiter fühlen sich überfordert. Unser Gast Edeltraut Sack von der Tafel Gifhorn fürchtet, wenn noch mehr Flüchtlinge zu uns kommen, dann haben wir nicht mehr genug für alle. Der Ärger ist vorprogrammiert. Frau Sack, erst mal ein Blick auf Sie und Ihre Mitarbeiter. Sie haben 1600 Menschen bisher versorgt in Gifhorn. Etwa 400 sind jetzt dazugekommen, Flüchtlinge. Packen Sie das mit Ihrem Team gut? Also packen tun wir das schon, das ist kein Thema. Die sind alle bereitwillig und die Hilfsbereitschaft ist meistens bei den Themen auch ganz gut vorhanden. Und mengenmäßig, Arbeitsstunden? Also mengenmäßig kommt schon ein bisschen was bis dazu, Lebensmittel fehlen. Na klar, gerade die Erwartung der Flüchtlinge ist ja da, weil sie auch ganz anders leben als wir. Die ganze andere Art auch, zum Beispiel beim Essen und Trinken, ist es noch ein bisschen anders, kompakter, was wir nicht mehr haben in dem Fall. Wo sind die Unterschiede? Die Unterschiede meist aus Geflügel, Weißbrot. Und bestimmte Kohlsorten mögen sie nicht, das ist Zucchini, Tomaten, die gibt es nicht an Grof. Wir können sie also nicht mehr alle bedienen. Mhm. Und das ist das Problem, was wir haben. Und da kommt auch der Unmut. Die Erwartungshaltung ist ja auch bei denen auch ziemlich hoch. Was heißt das, die Erwartungshaltung ist hoch? Nein, sie dürfen ja nicht vergessen, wenn sie zu uns kommen, sie möchten ja auch ihr Teil, was auch ganz verständlich ist. Und sie möchten auch dann mal versorgt werden, weil man es auch versprochen hat. Wer hat es Ihnen versprochen? Die Bundeskanzlerin nur sagt, kommt, wir helfen euch gerne und wir möchten das auch gerne tun. Aber diese Menge, diese Erwartung, dass man sie versorgen kann, ist nicht mehr gegeben. Mhm. Es ist nun mal so. Kann denn jeder Flüchtling dann zu Ihnen kommen? Natürlich. Man muss doch einen Bezugsschein bekommen. Der Bezugsschein, den kommen Sie ja, wenn Sie da den Zettel bekommen vom Landkreis. Da steht ja drauf, dass Sie Flüchtlinge sind. Und wir wissen das ja auch, dass Sie dann auch bedürftig sind oder dass Sie auch diese Hartz IV oder zumindest Löhne haben, ne? Die Lohn bekommen. Ne? Wissen die eigentlich, wie die Tafel funktioniert? Also zum Beispiel, dass sie ehrenamtlich arbeiten, Sie jetzt persönlich und ein großer Teil Ihrer Mitarbeiter. Hat man denen das auch erklärt? Nein, die meisten wissen es nicht. Wir sind nachher oft in Flüchtlingsheimen gewesen, bei uns in Gifhorn. Wir haben es in Übersetzung in Kurdisch, in Serbisch. Und danach, heute haben wir es jetzt auch in Arabisch übersetzt. Und das ist ein bisschen mehr, am Anfang gab es Spannung, das ist ganz klar. Die wissen, ne, und untereinander, die bringen die Problematik ja auch mit. Es ist ja nicht so, dass sie dann zu uns kommen. Mhm. Die wissen das dann auch schon. Die sind gut aneinander vernetzt, das ist auch in der Richtung kein Problem. Gibt es denn Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen von Flüchtlingen? Also machen Sie Beobachtungen, dass die sich auch unterschiedlich dann verhalten gegenüber? Na sicher gibt es Unterschiede, weil die Problematik, was sie gesagt hat, die bringen sie auch mit. Ob es aus dem Balkan kommen oder von richtigen Flüchtlingen, ist auch da schon Unterschied. Heißt was? Das heißt einfach, die Konflikte sind vorhanden. Deshalb haben wir sie auch bei uns auch ein bisschen getrennt. Mhm. Einfach um eine Entspannung herzukommen, auch bei den Mitarbeitern gegenüber. Ja, Sie haben einen Mittwoch eingeführt, wo jetzt eben die Flüchtlinge dann versorgt werden. Richtig. Auch aus Rücksicht gegenüber denen, die vorher bei Ihnen vor allem da gewesen sind? Auch Rücksicht, es gibt ja viele Ältere, die auch Angst davor haben. Das sind junge Leute, dynamische Leute, die da sind. Dann haben sie schon ein bisschen Bedenken. Wenn die kommen mit 5, 6 oder 20 Mann an, das ist ja auch ganz klar. Und dann stehen die kleinen Mütterchen da oder in Familien mit Kindern. Da hat man schon ein bisschen Manschetten. Ne? Haben Sie gesagt, Spannung, Entspannung reinzubringen und aus, damit das nicht so gravierend ist. Ein Kollege von uns war ja bei Ihnen, hat Sie besucht. Und der hat erzählt, in der kurzen Zeit, wo er da war, da kam zum Beispiel so eine Gruppe von 7 bis 8 jungen Männern mit so Rollkoffern, relativ großen. Genau. Und die haben die einfach richtig vollgepackt und sind dann damit irgendwie im Auto wieder weggefahren. Richtig. Das ist aber nicht der Sinn der Sache, oder? Na, wenn Sie darüber denken, dass Sie für eine Woche davon leben, ist es an sich nicht so gravierend. Mhm. Wenn wir was haben, geben wir es ja gerne. Solange wir es können, machen wir es. Aber irgendwann wird es nicht mehr so gehen in diese Menge, die wir geben können, was Sie erwarten. Was passiert denn, wenn Sie sagen, wir haben jetzt nichts mehr? Ja. Müssen Sie auch mal die Polizei rufen, um selber... Ja, am Anfang hatten wir Problematik gehabt, weil sehr viele aus dem Balkan gekommen sind. Die wissen nicht, wie die Tafel geht. Die dachten, es ist ein Einkaufsladen, wo man einfach mal durchgeht. Und da einfach zu sagen, es ist nicht ganz so, der Staat ernährt sich, sondern das machen wir privat. Das sind von privaten Leuten, auch von den Geschäften, was wir bekommen. Der Bundesvorsitzende der Tafeln hat gesagt, ja, es gibt einfach tatsächlich auch mengenmäßig Schwierigkeiten. Und er sagt, wenn sich daran nichts ändert, müsse man in diesem Fall eine Obergrenze an Lebensmitteln einführen, die man rausgibt. Wie sehen Sie das?
Ja, so ähnlich sehen wir es auch, aber es kommt darauf an, wenn es mehr werden, müssen wir die Mengen kleiner verteilen. So können Sie immer noch 2-3 Tage davon leben. Das können wir jetzt nicht mehr, wenn es so weitergeht. Haben Sie das Gefühl, die Politik weiß, was bei Ihnen sich abspielt? Ich glaube, an der Basis weniger. Dass man weiß, was in Flüchtlingslager Welt vorgeht, wo sie versorgt werden, wo sie ärztlich versorgt werden, wissen die meisten. Aber den ganz unten in den einzelnen Flüchtlingslagern oder in den Städten wissen das nicht, auf den Ländern, auf dem Land. Frau Breimer, ja. Da ist eine Konkurrenz da, ganz faktisch. Da gibt es einen Teil Lebensmittel, die sind halt da. Und wenn die dann zu Ende sind in Gifhorn, dann muss man zumachen für den Tag. Wobei ich ja wirklich einen riesen Respekt habe vor der Arbeit, die in den Tafelläden geleistet wird. Ja. Das ist ja irre, was da seit vielen, vielen Jahren gemacht wird. Aber unterm Strich und mit ein paar Metern Abstand müssen wir doch sagen als Gesellschaft, dass es doch eigentlich erbärmlich ist, dass wir für unsere Armen, die schon da sind und die dazukommen, überhaupt Tafelläden brauchen. Mhm. Das ist eigentlich der eigentliche Kritikpunkt. Und ja, ich mache das jahrelang und ich habe mich da eingerichtet und dann kommen da neue. Jetzt reicht es nicht mehr. Aber warum reicht es nicht mehr? Weil nicht mehr so viel abgegeben werden. Und wir sind immer noch bei dem Punkt, den ich eingangs gesagt hatte. Wir spielen innerhalb der unteren 50% in Deutschland die Leute gegeneinander aus. Und das ist das, was wir nicht ordnen. Also wenn zum Beispiel jetzt heute lese ich in meiner Zeitung, dass eben billiger Wohnraum ist knapp in den Städten. Da gibt es natürlich, wir spielen die doch nicht gegeneinander aus, wenn die auf dem Wohnungsmarkt dann auf den wenigen verfügbaren Wohnungen dann sich zu dritt verdrängen. Aber oder mit fünft. Und ohne Flüchtlinge. Und plötzlich reden wir über einen sozialen Wohnungsbau in Deutschland. Da haben wir 10 Jahre nicht drüber diskutiert. Das wird Zeit, dass wir das wieder diskutieren, weil diese sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, von denen Sie reden, Herr Raffelhüschen, die sind zum Teil in der Leiharbeit, die sind zum Teil Teilzeit beschäftigt. So dicke sind die Beiträge nicht, die da zahlen. Und so dicke sind deren Ansprüche auch gar nicht. Insofern denke ich, ja, die Probleme sind da, die müssen bewältigt werden, mit und ohne Flüchtlinge. Und wir dürfen auch mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, was machen eigentlich die Oberen? Wie können die sich denn beteiligen an dieser gesellschaftlichen Gesamtaufgabe? Wie kriegen wir es denn hin? Ich meine, da gäbe es schon auch Lösungen. Erbschaftssteuer, was werden wir in den nächsten 20 Jahren, was wird vererbt in Deutschland? Billionen von Euro werden vererbt. Kapitalertragsteuer. Ja. Warum schonen wir immer die Reichen und sitzen hier und überlegen, ob jetzt die Flüchtlinge den Ärmsten noch was wegnehmen? Also wenn ich Sie richtig verstehe, es würde einfach reichen, wenn wir den Reichen etwas mehr wegnehmen. Nicht dann hätte einfach. Man überhaupt gar kein Problem. Nicht einfach. Die alle, die da zur Tafel gehen müssen, ob Flüchtlinge, Deutsche oder wer auch immer, dann zu versorgen. Ja. Ein Argument. Herr Raffelhüschen. Tja, das ist ein Argument, das erstmal so ganz populär ist, aber wenn man dann die Statistik sich anschaut, dann kommt das irgendwie anders raus. Also nochmal, wir haben in Deutschland 50%, mehr als die Hälfte, die überhaupt gar keine Steuern großartig zahlen, auch kaum Beiträge. Wir haben in den anderen 50% circa nochmal die Hälfte, das heißt die oberen 25% der Einkommensbezieher, die zahlen 85% der Einkommensteuer. Also Sie glauben, den kann man nicht noch mehr abverlangen? Darüber kann man sich natürlich unterhalten, ob man marginal noch was tun kann. Aber auch hier, und die Steuermoral ist sehr gut, wir haben ganz wenig wirkliche Hinterziehungsfälle. Aber die Frage ist, was finanziert man eben damit? Also, naja, wenn die Sache Sie jetzt ist halt, wir haben immer so viel Steuern aufkommen, dass wir ja auch, wie gesagt, hinkommen. Nur, es werden viel, viel mehr Ansprüche gestellt. Wir haben fast 8 Millionen Menschen in Grundsicherung. Nochmal, 4,5 davon sind erwerbsfähige Personen. Die könnten ja arbeiten, aber finden nichts. Und jetzt kommen da noch wieder Unqualifizierte, eben finden nichts, weil sie unqualifiziert sind. Und jetzt kriegen wir noch mehr Unqualifizierte dazu. Ich weiß nicht, wie das dann letztlich sozusagen auf dem Arbeitsmarkt durchschlagen wird. Herr Fratscher, dem Hartz IV, wenn man das einmal sich betrachtet, das ist ja das Argument, was Herr Tichy gesagt hat, wir haben unseren Sozialstaat auf den Kopf gestellt. Also bisher war es so, wenn einer arbeitslos wird in Deutschland, dann kommt er erst eben Arbeitslosengeld 1, dann Arbeitslosengeld 2, Hartz IV genannt. Wenn jetzt jemand aus einem Land kommt wie Syrien oder dem Balkan, er ist noch nicht anerkannt, bekommt er trotzdem einmal schon eine Art von Grundsicherung, die ist 364 Euro. Wenn er ein anerkannter Asylbewerber ist, kriegt er 404 Euro, das ist der Hartz IV-Satz. Ist das gerecht, dass jemand, der gar nicht eingezahlt hat in die Kassen, trotzdem schon fast so viel bekommt und am Ende so viel wie jemand, der eingezahlt hat? Ob es gerecht oder ungerecht ist, ist eine andere Frage. Aber die wichtige Frage ist, wo wollen wir langfristig hin? Und das Ziel muss ja sein, viele der Menschen bleiben hier. Sie werden Asyl bekommen, knapp die Hälfte werden Asyl bekommen, werden hier bleiben dürfen. Und da müssen wir uns fragen, wie können wir die in die Wirtschaft und in die Gesellschaft integrieren?
Und das ist die Aufgabe des Staates, sicherzustellen, dass die Menschen eine Ausbildung, eine Fortbildung bekommen, eine Qualifikation und eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Und erst einmal eine Grundsicherung, damit sie überhaupt... Und dafür brauchen sie eine Grundsicherung. Deshalb muss man auch diese Ausgaben für Flüchtlinge nicht als etwas betrachten, was in ein schwarzes Loch geht und verschwindet, sondern als eine Investition in diese Menschen. Denn die Menschen brauchen ja erstmal Hilfe, um überhaupt eine Ausbildung, eine Fortbildung zu bekommen, um dann mittel- bis langfristig eine Chance haben, um Arbeit zu kommen. Und darum geht es, die Menschen zu unterstützen, dahingehend, dass sie eine Qualifikation bekommen, einen Job bekommen. Das Problem der vielen Menschen, Herr Raffelhüschen, die in Deutschland keine Arbeit haben ist ja, oder im Niedriglohnbereich sind, ist ja genau das, dass sie keine Qualifikation, keine ausreichende Vorbedingungen haben, um in Arbeit zu kommen. Deshalb müssen wir hier ansetzen. Der Staat muss also diesen Menschen helfen, eine Qualifikation zu bekommen. Und dafür ist diese Grundsicherung nun mal wichtig. Aber die Frage der Gerechtigkeit hat er nicht beantwortet. Würden Sie es tun, Herr Tichy? Naja, ich wünsche mir ja, dass Sie recht haben, dass viele dieser Menschen, die Flüchtlinge, durch ihre Arbeit und durch ihre Beitragszahlung dann gewissermaßen etwas zurückgeben können. Aber ich fürchte eben, sie werden es nicht können. Und da kommt man natürlich an die Situation, was machen wir mit vielen Hunderttausenden, die gar keine Flüchtlinge sind, sondern was wir eigentlich ja, Migranten nennen. Und da meine ich, stehen wir vor der schwierigen Situation, dass je unklarer dieser Begriff ist, über den wir reden, wir nennen alles Flüchtlinge, tut uns furchtbar leid, sondern dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Mittel auf jene zu konzentrieren, die es wirklich nötig haben. Und da meine ich zum Beispiel Kriegsflüchtlinge aus Syrien, die vorübergehend hier sind. Da wäre ich sehr großzügig. Aber wir haben ja mittlerweile doch die Tatsache, da müssen wir ins Auge schauen, dass wir Hunderttausende nicht qualifizierter Menschen aus Nordafrika kommen lassen, eingeladen haben, die sich eingeladen fühlen und die natürlich diese Hilfen, von denen Sie sprechen, in Anspruch nehmen, auch das Recht dazu haben. Aber genauso gut muss man natürlich als Ökonom dann auch sagen, das kostet halt etwas. Und wie bezahlt man das? Und wer bezahlt das? Ja. Und ich glaube, eines geht nicht, dass wir sagen, die Wirtschaft ist eine Kuh, die auf der Wolke sich ernährt und auf Erden gemolken wird, sondern das gibt halt Umverteilung. Und das Nächste ist natürlich, wir reden hier ja auch wieder alle sehr bequem mit unseren guten verbeamteten Jobs zum Teil, aber wir reden davon, dass die Konkurrenz sich natürlich bei Menschen, die schlecht ausgebildet sind, sich dramatisch erhöht. Das wird den Arbeitsmarkt betreffen, den machen wir gleich. Arbeitsmarkt. Aber es wird zunächst einmal auch bedeuten, wenn, wie gesagt, die Zahnärzte in Baden-Württemberg sagen, naja, das kostet halt einfach so und so für eine Milliarde oder so. Ich weiß es nicht, die Zahlen sind ja alle sehr wichtig. Da verdienen doch die Zahnärzte dran. Ja, aber einmal muss doch zahlen. Ja, schauen Sie, das ist genau das. Sie meinen immer, die Kuh steht auf den Wolken, da melken Sie sie herunter. Denken Sie mal dran, wenn die Zahnärzte was verdienen, müssen Sie es bezahlen und Ihre Mitglieder. Ich rede nur gar nicht von dem Zahnarzt. Ich rede von, bei uns rede ich auch von dem Malermeister, von dem Schreiner, von dem Elektriker, die alle profitieren davon, dass man gerade Flüchtlingsheime baut, dass man die anstreichen muss. Und das ist ein richtiges kleines Konjunkturprogramm. Und es hat uns im letzten Jahr 0,2% unseres begrenzten Wachstums gebracht. Wunderbar. Alleine die Flüchtlinge. Danke, das endlich, müssen Sie doch anerkennen. Dass Sie endlich mal für die wohlhabenden Hoteliers sprechen. Wer heute ein Hotel hat, ist fein raus. Das kann er nämlich teuer vermieten. Ja. In Potsdam wird gerade für ein, kostet es 1.800 Marken Euro einen Flüchtling unterzubringen. Das ist eine Sauerei. Da sind wir doch einig. Es gibt eine wunderbare Flüchtlingsindustrie. Da haben Sie ja recht. Aber die wird gefüttert. Aber den Menschen. Aber auch daran müssen Sie denken, irgendjemand muss es am Ende zahlen. Und das verleugnen Sie. Darf ich das mal auf die Sozialkassen hin? Dann doch mal. Also es gibt ja eine Rechnung, Frau Nahles hat ausgerechnet, 250.000 bis 300.000 Flüchtlinge werden dieses Jahr in Hartz IV kommen. Das ist etwa die Schätzung. Also das sind die, die erstmal anerkannt sind und dann bekommen die Hartz IV. Wie finanziert man das denn, Herr Raffelhüschen? Über Kürzung der Sozialleistung, über Steuergelder? Wie wird das bezahlt? Das haben wir noch gar nicht entschieden. Was glauben Sie denn? Wir haben einfach nur entschieden, die Ausgaben sind da. Und nur zur Korrektur, Hartz IV ist nicht 400 Euro. Hartz IV ist 400 Euro plus Wohngeld, plus Gesundheitsausgaben. Die Grundsicherung bei uns in Deutschland ist ja bei fast 900 Euro, wenn man diese Sachleistung mit dazu zählt. Und das ist pro Kopf. Aber wenn Sie bei Familien sind, sind Sie bei 2.000, 2.500 und so weiter und so fort Euro. Das ist die Grundsicherung. Da reden wir nicht über 300 Euro. Und wie finanziert man das? Und wie man das finanziert, ist die Frage. Wie gesagt, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können die Steuern erhöhen, wie auch immer, ob wir eine Mehrwertsteuer nehmen, ob wir eine Einkommensteuer nehmen, ob wir eine
wir können über Staatsschulden das machen, dann bezahlen es unsere Kinder über Zinsen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Wir können es über Vermögensteuern machen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Aber Sie glauben, man muss... Die Frage ist natürlich, ob ich eine Vermögensteuer nehmen kann oder eine Erbschaftssteuer nehmen kann, wenn ich die Freizügigkeit in Europa habe und ich durch einen Wechsel nach Österreich dann diese Erbschaftssteuer dann vermeiden kann. Ja, da wäre ich mal vorsichtig. Der Finanzminister hat ja Mehreinnahmen in Rekordhöhe. Auch das gehört zum Bild. Vielleicht müssen wir gar nichts finanzieren durch Steuererhöhungen. Ja, nochmal. Wir sind in der besten konjunkturellen Steueraufkommensverfassung, die wir jemals in Deutschland hatten. Noch nie haben wir so viel eingenommen wie jetzt. Ich glaube allerdings nicht, dass wir in der besten aller möglichen Welten auf ewig sein können. Sondern ich glaube, dass die Konjunktur irgendwie so eine Sinuskurve macht. Das sagen Sie schon seit 20 Jahren und tun damit Sozialabbau. Im Übrigen steht das ja auch schon in so einem schwarzen Büchlein mit den 7 fetten und den 7 mageren Jahren. Und die Konjunkturtheorie sagt uns ganz klar, es sind Sinuskurven. Also wenn Sie schon Wirtschaftswissenschaft auf die Bibel berufen, dann wird es... Naja gut, dass die Zyklen nur da sind, wissen wir schon längere Zeit, oder? Wer bezahlt das? Am Beispiel auch der Rentenkassen. Ist das denn auszuschließen, Herr Fratscher, dass am Ende tatsächlich beispielsweise die Beiträge steigen werden, weil wir mehr Rentenempfänger haben, die vorher nicht ins System eingezahlt haben? Kurzfristig stehen ja das Rentensystem, Sozialsysteme noch relativ gut. Das Problem kommt in 5 Jahren, kommt in 10, kommt in 15 Jahren. Das heißt, da müssen wir jetzt schauen, dass die Politik, dass die Wirtschaft die richtigen Schritte nimmt, damit die Menschen wirklich in Arbeit kommen. Aber eine Steuererhöhung wäre völlig kontraproduktiv. Genau das ist eigentlich das Falsche heute zu tun. Wir haben Rekordsteuereinnahmen. Der Staat hat Überschüsse, 12 Milliarden Euro. Der Bund allein im letzten Jahr, in diesem Jahr noch mal ähnlich. Sie glauben, der kann das wuppen, eine Zuwanderung ins Sozialsystem. Erst einmal für die nächsten Jahre kann der Staat, so wie er da steht, der Staat muss er aufteilen. Der Staat kann das schaffen. Er kann das schaffen. Bund, Länder und Kommunen. Die Frage ist, das Geld muss am richtigen Ort ankommen. Also die Kommunen, die Schwierigkeiten haben, müssen hier die Unterstützung bekommen. Aber die Überschüsse sind da, die Gelder sind da. Und nochmals, es muss als eine Investition verstanden werden. Also das völlig Falsche wäre jetzt zu sagen, wir kürzen diese Ausgaben. Wir versuchen wirklich da so wenig wie möglich in die Flüchtlinge zu investieren. Weil dann haben die noch größere Schwierigkeiten, später eine Bildung zu bekommen und in den Arbeitsmarkt zu kommen. Ganz im Gegenteil, wir müssen jetzt in die Flüchtlinge investieren, damit sie dann eine Chance haben, letztlich das, was sie an Leistung heute bekommen, dann auch in Zukunft zurückzuzahlen. Also wir müssen diese kurzfristige Perspektive, hohe Ausgaben, hohe Investitionen und die langfristige auseinanderhalten. Aber es gibt hohe Ausgaben kurzfristig, das sagen auch Sie. Absolut. Was haben Sie gerade gesagt, Frau Sack? Es kommt unten nicht an in den Kommunen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. Das Problem ist, da sind viele junge Leute dabei, 17-, 18-, 19-Jährige. Erst sie in ein Berufsleben reinkommen, dauert Jahre. Und das sind für die jungen Leute oft tote Zeit. Und das kostet uns den Staat ja auch Geld. Man ist ja okay, ich finde es gut, wenn sie gebildet werden, kein Thema. Wenn sie Schule machen, alles in Ordnung. Das haben wir ja auch. Wir haben Schulen, wo 28 Nationalitäten sind. Und keine Sozialhilfe, die ihnen irgendwie helfen oder beistehen oder gefördert werden. Und das die Kommunen, die unten, die haben es nicht, die Schulen haben es nicht, die Lehrer sind überfordert. Ich meine, wir können gut hier oben reden, was ich jetzt gerade mache, ich finde das toll. Tolle Meinung, bin ich beeindruckt davon. Aber die Basis sieht unten ein bisschen anders aus. Sie sind ja Rentnerin, haben Sie eigentlich Sorge, dass Sie am Ende dann da irgendwo einen Abstrich machen müssen? Sie persönlich? Das glaube ich weniger. Das meine ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Flüchtlinge irgendjemand irgendwas wegnimmt. Bloß die Einteilung oder wie es gemacht wird, ist es nicht in Ordnung. Oder die Basis. Ich gehe nur von unten aus. Ich kann es oben nicht mitreden, dass welche Zahlen Sie haben. Ich bin beeindruckt, ich habe es gelesen. Aber die Basis sieht ein bisschen anders aus. An den Kommunen kommt es nicht an. Und da muss ich sagen, da sind, finde ich, irgendwie die Politiker ein bisschen gefragt, dass unten ein bisschen was ankommt. Ein bisschen ist gut. Und auch, wir hatten 50 Milliarden Steuersenkungen jedes Jahr seit 1998. Alles Beschlüsse. Ja. Also alles Entlastung von im Wesentlichen Gutverdienen. Und die Schulen und die Turnhallen sind marode. Sie haben zwar, wie Sie sagen, da oben keine Ahnung, aber Sie haben eine Verdienstmedaille bekommen für das, was Sie tun als Engagement. Frau Sack, sind Sie denn optimistisch? Machen Sie da weiter, wo Sie sind? Oder sagen Sie, es kann ein Punkt kommen, wo ich sage, es geht nicht mehr? Nein, ich mache die Arbeit aus Überzeugung. Es ist klar, wo es geht. Wir probieren es, bis wir an die Grenze sind. Das muss sagen, es geht jeden Tafel so und jede Sozialverbände so. Aber wir stehen manchmal da, hallo, wir können manchmal nicht mehr. Weil die Erwartungshaltung auch da ist, auch verständlich. Aber wir können sie nicht alle bedienen. Und die Spannung untereinander wächst. Ja. Das wollen wir. Unten wächst es. Ich weiß nicht, wie es oben ist. Aber ich weiß, unten die Spannung wächst. Die haben Angst. Die Spannung ist da bei den Rentnern, bei den anderen. Was kommt auf uns zu? Und da, denke ich, da sind die Politiker gefordert, auch da die Spannung wegzunehmen. Klare Strukturen zu schaffen. Bei den Flüchtlingen, bei der Bevölkerung. Und das passiert ja nicht. Auch in den Schulen ist ja das gleiche Problem. Ob es im Kindergarten sind. Es sind ja aus Syrien wirklich gebildete Leute da.
dabei. Ärzte oder Lehrer, die ich ja selber kennengelernt habe. Tolle Leute. Aber die Möglichkeit, irgendwie ein Berufsleben einzuordnen, ist genauso schwierig. Und genau das ist der Punkt, über den wir reden wollen. Vielen Dank erstmal, Frau Sack, dass Sie hierher gekommen sind und uns Gifhorn die Tafel und Ihre Expertise mit reingebracht haben in diese Runde. Tatsächlich ist die Frage, wie lange oder ob jemand am Ende in die Sozialsysteme einzahlt oder möglicherweise tatsächlich sie mitfinanziert oder eben ihnen zur Last fällt, eine Frage, wie schnell die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt kommen. Darüber streiten nicht nur die Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch die Unternehmer. Vielen Dank, Frau Sack. Unser Gast Marcel Fratscher ist optimistisch. Flüchtlinge schaffen Einkommen, steigern die Unternehmenserträge und erhöhen die Produktivität der Firmen. Sein Kollege Hans-Werner Sinn widerspricht. Wir brauchen Zuwanderer, die qualifiziert sind und den Staat mitfinanzieren. Die meisten Flüchtlinge, die derzeit kommen, genügen diesen Kriterien nicht. Deutsche Großunternehmen wie Opel, Lufthansa oder Adidas sind zuversichtlicher. Sie bieten Flüchtlingen Praktikums- und Ausbildungsplätze an. Schon im letzten September frohlockte Daimler-Chef Dieter Zetsche. Die vielen Flüchtlinge könnten Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder sein. Und in einer Umfrage sagten 85% der Mittelständler, sie würden Flüchtlingen einen Job in ihrem Betrieb geben. Wolfgang Grob hat es getan. Der schwäbische Textilunternehmer musste aber einen harten Kampf mit den Behörden führen, bis er einen pakistanischen Näher einstellen durfte. Der streitbare Firmenchef drohte öffentlich, den Flüchtling Wahid Ahmed auch ohne Genehmigung zu beschäftigen. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Grupp. Schön, dass Sie da sind. Chef von Trigema, 1200 Mitarbeiter sind es immer noch. Ja. Und jetzt haben Sie einen dazu bekommen, um den Sie sich ab September 2015 bemüht haben. Einen Flüchtling, den Sie einstellen wollten. Haben Sie den gefunden? Hat der sich bei Ihnen beworben oder ging das übers Amt? Das ging über das Amt indirekt, das heißt eine Beraterin, seine persönliche Beraterin. Der kommt aus Penzberg, dort im Flüchtlingslager, und die persönliche Beraterin hat sich bei uns gemeldet. Weil er näher ist, ausgebildet. Weil er in Pakistan genäht hat und weil wir konstant Näher oder Näherin suchen. Und dann haben wir gesagt, okay, er kann vorbeikommen. Der kam auch innerhalb zwei Tagen mit der Dame vorbei und er hat gezeigt, was er kann. Und ich habe dann spontan gesagt, der wird eingestellt. Und dann musste ich leider 3 Monate warten, bis er jetzt tatsächlich bei uns anfangen konnte. Woran lag das denn? Das lag an, ja, dann, der musste von einem Amt zum anderen und dann war das nicht zuständig und dann waren die Papiere nicht angekommen. Und so, ich möchte mal sagen, natürlich ist die Bürokratie natürlich auch in manchen Unternehmen etwas groß. Und ich habe mich halt ein bisschen geärgert und habe gesagt, Herrgott, wenn wir jetzt Probleme mit den Flüchtlingen haben, die sollen integriert werden, dann sollte das auch funktionieren. Ich würde mal sagen, das würde ich jetzt nicht generell sagen, dass das war. Wir haben anschließend auch noch mal 3 Syrer und 3 Syrer kommen noch zu uns. Da scheint es nun wesentlich besser zu gehen. Und ich glaube auch, dass die Politik ein bisschen gelernt hat. Ich weiß aber warum, weil Sie sind dann einfach zur Zeitung gegangen und haben gesagt, so geht das nicht. Und entweder macht ihr da jetzt was in der Bürokratie oder ich stelle den zur Not auch ohne Erlaubnis der Behörden ein. Dann geht es schneller plötzlich. Gut, das war natürlich sehr salopp von mir gesagt. Und ob es dann gegangen wäre, das geht natürlich auch nicht. Aber ich sag mal, bei mir muss ein Problem nicht diskutiert werden, ein Problem muss gelöst werden. Und so geht es im Betrieb zu. Wenn ich ein Problem habe, dann muss das weg. Und wenn ich sage, es geht so nicht, dann sage ich, gut, dann macht man es eben anders. Aber ewig rumdiskutieren ist natürlich schwierig. Und so habe ich etwas salopp gesagt, stelle ich ihn einfach ein. Aber ob das dann gegangen wäre, der hätte gar nicht kommen dürfen. Das wäre vom Amt nicht frei geworden. Aber Sie haben ja hinterher telefoniert. Also Frau Breimeyer, wenn jetzt jeder Unternehmer, der einen Flüchtling einstellen muss, das nicht so macht wie Herr Grupp, sondern irgendwann mal dann aufgibt, dann werden die nicht eingestellt. Wieso legt die Politik denn denen dann so viele Hürden in den Weg? Das weiß ich jetzt gar nicht, weil der Herr Grupp sprach ja vom September letzten Jahres. Wir kommen aus dem gleichen Bundesland. Und ich weiß, dass bei uns in Baden-Württemberg wir so eine Art Taskforce gebildet haben. Bei uns tagt regelmäßig eine Gruppe von Ministerien, Bundesagentur, Arbeitgeber und Gewerkschaften, um genau solche Fälle und Hürden abzuarbeiten, zu schauen, wo klemmt's, was muss man ändern. Und jetzt ist es besser geworden. Ich finde schon, ja. Und in jedem Arbeitsamt ist auch ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin für Arbeitgeber zum Thema Asyl. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es perfekt ist, aber auf jeden Fall tun alle, was getan werden muss. Wie ich überhaupt finde, dass der öffentliche Dienst im letzten Jahr großartig gearbeitet hat. Und das
bei ja deutlich reduziertem Personal über die Jahrzehnte. Ja. Herr Grupp, jetzt haben Sie den Mann, der ist, glaube ich, 38 Jahre alt. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem? Also der kann top nähen, das muss ich sagen. Und da muss ich natürlich, Achtung habe ich vor ihm. Der musste natürlich wahrscheinlich in Pakistan noch ein bisschen anders nähen, als bei uns es Usus ist. Und da ist fast eine Eifersucht, weil der sehr gut näht. Und ich stehe zu ihm. Ich habe ihm auch sofort, haben wir ihm eine Wohnung besorgt. Und in welcher Sprache unterhalten Sie sich mit dem? Der spricht Englisch. Okay. Also es ist interessant, dass natürlich diese Ausländer auch entsprechend gebildet sind. Und ich sag mal, auch wenn Sie das hören im Fernsehen, sehen Sie ja, dass jeder fast Englisch spricht. Also ich sage, das ist schon eine Chance für die Wirtschaft. Auch für Sie jetzt persönlich, also wenn Sie sagen, drei haben Sie jetzt Syrer noch dabei und drei kommen noch, sind die motivierter? Sind die fit? Also ich möchte mal sagen, der Pakistani ist sicher sehr motiviert und wir haben aber auch, die Deutschen sind ja also bei uns auch motiviert. Aber es gibt natürlich wahrscheinlich in beiden Lagern irgendwo mal dann irgendwelche Ausnahmen. Also ich möchte da nicht schlecht sprechen, aber ich möchte mal sagen, ich war überrascht, dass die Ausländer, die sich bei uns für diesen Job beworben haben, eben von der Ausbildung her und vom Können her an für sich nicht schlecht sind und das bereits können. Also ich brauche die nicht groß ausbilden oder einlernen. Und das heißt, die Sprache wäre dann das Einzige, was die Sprache jetzt ist bei uns jetzt, wenn die handwerklich arbeiten, natürlich nicht ganz so gravierend, wie wenn sie, was weiß ich, konstant im Büro arbeiten müssen. Also im Büro könnte ich die nicht beschäftigen, nur mit Englisch. Ja. Also das ist schon klar, aber wir können ja vieles zeigen und man kann das dann in der Not wenn auch der Deutsche dann entsprechend ein bisschen Englischkenntnisse hat, das erklären und man kann es ja handwerklich erklären und so weiter. Und er muss dann eben nähen. Das geht schon. Sprache ist wichtig natürlich, wenn er andere Aufgaben zu tun hat. Sie haben ja immer mal den schönen Spruch gesagt, wir möchten gar keine Akademiker bei Ihnen haben. Wer Abitur macht, der ist schon quasi verloren für den Job. Der einzige Akademiker in dem Laden, das sind Sie und das sei schon einer zu viel. Jetzt mal Hand aufs Herz. Es gibt ja viele, die sagen, die vielen, die jetzt kommen, in dem Segment eben, auch eben nicht die hochqualifizierten Facharbeiter, die nehmen den Deutschen die Jobs weg. Ist es so? Hat dieser Pakistani, die Syrer, die Sie haben, den deutschen Job? Wenn ich jetzt sehe, wie draußen oft Leute gesucht werden und nach Zeugnissen und nach, der wird da geschaut und was die für Noten haben und so weiter, dann machen wir es anders. Wir schauen uns die Personen an und natürlich wird das Zeugnis auch angeschaut, ist aber nicht das Erste, was wichtig ist. Wir sprechen mit den Leuten und versuchen, ihre Stärken zu erkennen. Und dann versuchen wir, die Stärken zu nutzen und die paar Schwächen, die sie haben, zu umgehen. Ja. Und wir brauchen gestandene Leute, die bereitwillig arbeiten. Ob die Abitur haben oder nicht, ist uns wurscht. Und ob die Mathematik, wenn sie irgendwo anders, wenn sie nähen müssen, bestens sind oder nicht, ist nicht so gravierend. Sie müssen arbeitswillig sein und müssen für was sie sich beworben haben, dann auch bereitwillig machen. Und dann werden sie eingestellt. Aber die Frage ist tatsächlich, also das Vorurteil, die nehmen uns die Jobs weg. Ist das so bei Ihnen? Das haben wir bis jetzt noch nicht erlebt, weil wir auch den anderen einstellen würden, wenn der seine Arbeit erlebt, weil wir nicht genügend Nachwuchs kriegen. Sie haben einen Bedarf. Wir haben einen Bedarf, weil ganz klar, in Deutschland ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, wer kein Abitur hat, gehört zu den Dummen. Und ich sage mir, wer bei uns kein Abitur hat, der gehört bei uns zu den Gescheiten, weil er dann nicht so problematisch ist wie viele anderen, die studiert haben. Und deshalb habe ich ja nicht so viel Studierte außer mir. Und da sage ich schon, wir haben einen zu viel. Wir brauchen realistische Leute, die Probleme anfassen, lösen mit einem gesunden Menschenverstand. Und da haben wir viele, die entsprechend durch 20-jährige Ausbildung oder 20-jährige Tätigkeit so viel gelernt haben, dass die mindestens meistens mehr wert sind als die hoch studiert haben und im Prinzip meinen, sie müssten nun das Rad neu erfinden. Herr Tichy, es gibt keinen Verdrängungswettbewerb bei den Jobs, weil tatsächlich viele Handwerksbetriebe... Bei uns, das Handwerk meldet Bedarf, der Handel meldet Bedarf, die Gastronomie meldet Bedarf und kann es nicht decken. Ja, es gibt große Bereiche, in denen Arbeitskräfte gesucht werden. Das ist so. Die Frage ist, passen die kommen dazu? Und das ist ja die große Frage. Ja. Die Bundesagentur für Arbeit hat gesagt, und ich halte die Statistik eher noch für geschönt, auch in 15 Jahren werden noch 30% arbeitslos sein. Das ist das Problem. Das ist eine Zahl, die aus den Wolken kommt. Ich kann sie nicht bestätigen, nicht verneinen, sondern das ist, wenn Sie so wollen, eine optimistische Zahl und die zeigt,
das Problem. Aber der Chef von Daimler ist doch nicht ganz blöd. Ja, wenn der jetzt sagt, dass die jetzt kommen können, die Grundlage für unser neues Wirtschaftswunder sein in Deutschland. Ja, das glaube ich ihm nicht. Ich glaube, wissen Sie, das sind so diese Sprüche, die sagt man gern. Aber am Ende des Tages muss man Herrn Zetsche auch die Frage stellen, wie viel hat er dann eingestellt? Ja? Und wenn ich das richtig sehe, 12 bisher, gemessen an der Größe des Unternehmens, haben Sie gerade einen kleinen Finger bei Herrn Krupp eingestellt, mit einem Arbeitnehmer. Also diese Sprüche kenne ich, aber wenn ich dann genau hinschaue, dann passiert etwas, was ich sehr bedenklich finde. Natürlich wollen Unternehmer, das ist legitim, mehr Auswahl aus mehr Arbeitnehmern. Das senkt auch die Löhne ein bisschen. Und dann sucht man sich ein paar raus und die anderen gehen auf die Sozialkassen. Das ist wieder dieser Fall, dass man die Gewinne privatisiert. Das unterstellen Sie auch dem Herrn Daimler-Chef? Ja? Das unterstelle ich ihm ganz bewusst. Ich kenne da viele Unternehmer, weil wenn ich dann die Frage stelle, und wie viel habt ihr jetzt eingestellt, ja, dann kommt die Antwort, ja, wir haben ein Jahr gebraucht, nicht? Der macht es anders als Sie. Wir haben ein Jahr gebraucht, dann findet man natürlich auch ganz tolle Leute. Und es ist ja unbestritten, dass es unter den Flüchtlingen sehr viele motivierte, auch sehr viel gut ausgebildete Menschen gibt. Das ist, bestreitet ja niemand, sondern die Frage ist am Ende, und das darf man schon auch stellen, gibt es nicht einen anderen Weg, um Arbeitskräfte zu besorgen für die deutsche Wirtschaft, der besser wäre? Das ist ja wieder die Frage nach dem Einwanderungsgesetz. Wollen wir heute nicht. Ich würde gerne heute über die reden, die da sind und wie wir damit umgehen. Sind Sie der Meinung, der Daimler hat recht? Ich muss ganz offen sehen, Sie haben recht. Aber wir müssen natürlich auch einen Appell an die Wirtschaft senden. Und zwar, wir brauchen Produktionsarbeitsplätze. Und wir brauchen nicht nur die Arbeitsplätze im E-Commerce, sondern in dieser Richtung. Wir brauchen handwerkliche Arbeitsplätze, die müssen hier in unserem Europa bleiben. Und in der Pflege. Und in der Pflege und überall. Und deshalb muss es endlich auch im Bildungssystem klar sein, dass wir sagen, es muss nicht jeder nur Hochschule besuchen und alles Mögliche und diese Ausbildung. Wir brauchen gestandene Leute. Ich habe einen Elektromeister, der zwar 45 Jahre bei uns war, der bei uns die Turbinen, wenn nachts irgendwas passiert wäre, der die zum Laufen gebracht hat, weil wir 100% Eigenstrom machen. Mich hätten Sie hinstellen können, dann wäre der Strom nie mehr gekommen. Also ich sag mal, wir müssen nur sehen, wir brauchen die handwerklichen Leute und die braucht auch der Daimler. Aber er braucht dafür seine Arbeitsplätze und muss die Leute auch einstellen und nicht facto, die Arbeitsplätze. De facto haben wir aber gerade diese Arbeitsplätze in den letzten Jahren abgeschafft. Nicht? Das meine ich eben und deshalb ist der Appell an die Wirtschaft, jetzt, wir brauchen die. Ich will die. Da gar keine Statistiken jetzt zitieren, aber alle Statistiken zeigen, dass die einfachen Arbeitsplätze in der Produktion, wie Sie sind kennen, so dass aber, die abgebaut wurden. Aber Sie wurden. Haben jahrelang vom Fachkräftemangel geredet. Ja, jetzt kommen welche, die wir ausbilden können. Dann lasst ihr uns doch ausbilden. Ja, da bin ich dafür. Ja. Da ist ja niemand dagegen. Das ist das Interessante. Aber ich finde interessant, eins finde ich schon interessant, dass ich ja Gewerkschaftsposition einnehme und Sie eigentlich nicht. Also, weil was da passiert, ist doch lustig, dass wenn viele Arbeitskräfte kommen, die Löhne sinken, ist ja klar. Ich meine, großes Angebot senkt die Löhne. Und Sie finden das ganz wunderbar. Ich nehme nur mal Ihre Argumente auf, weil Ihnen, wie der Herr Rappelhüschen 20 Jahre erzählt hat, niemand ist mehr da, um meine Rente zu zahlen. Mir ist doch völlig wurscht, ob ein Syrer meine Rente zahlt. Das haben Sie 20 Jahre falsch prognostiziert. Sie sind doch völlig fehlgeleitet. Nehmen Sie diesen Fall. Natürlich ist Herr Grupp jetzt froh, dass er eine Arbeitskraft hat. Der ist 38, ja? So, ich weiß nicht, wie Sie ihn bezahlen, aber ich kann ihn sofort... Also Mindestlohn brauchen Sie bei uns nicht anschneiden, weil ich muss Sie gut bezahlen, sonst sind Sie weg. Sie zahlen über Mindestlohn. Egal, was Sie mir sagen, kann ich Ihnen sagen, bei dem und dem Lohn wird er wahrscheinlich so und so lange arbeiten müssen, um seine Mindestrente, also die Grundrente, also sozusagen die Grundsicherungsrente zu bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, der Mann muss bis 83 arbeiten, bei dem Lohn wahrscheinlich, den er bekommt, um eine Rente oberhalb des Sozialhilfesatzes zu bekommen. Das heißt auf gut Deutsch, Sie stellen jemanden ein, von dem wir genau wissen, dass er den Steuerzahler in der Grundsicherung im Alter belastet. Aber was heißt das, wenn er arbeitet? Aber dann darf ich aber auch keinen Europäer einstellen, der irgendwo anders gearbeitet hat mit 50. Wissen Sie, ich sag mal, dann muss ich woanders gearbeitet. Dann muss ich bei jedem fragen, wo er zunächst erstmal gearbeitet hat. Ich will ja damit nur sagen, wir sollten diese Fälle, wir diskutieren jetzt ja Einzelfälle. Eigentlich sollten wir darüber nicht reden, weil wir sollten über den Durchschnitt reden. Wir diskutieren über Beispiele, die das erhellen, worüber wir reden. Aber das Beispiel erhält das ja wohl deutlich.
83 das Problem. Aber Herr Raffelhüschen, jetzt und 83 als Rentenzugangsalter würde die Gewerkschaft nicht mitzahlen. Weil der 30 Jahre arbeitet, kriegt er keine gescheite Rente. Und deshalb, ich verstehe überhaupt nicht, was Sie uns sagen wollen. Der Mann sitzt da, näht und näht und näht jetzt 30 Jahre lang beim Herrn Krupp. Da bin ich dafür, dass er eine gescheite Rente kriegt. Ja, genau. So, und darüber müssen wir reden. Ja, aber mit Ihrer Ideologie haben wir die Rente in den letzten 20 Jahren kaputt gemacht. Okay. Und lassen Sie uns daran arbeiten, dass wir die wieder hinkriegen. Ja, ein weiterer Herr Punkt dazu, Herr Raffelhüschen, wo ich Ihnen widersprechen würde. Denn nicht jeder ist 38. Der 50% der Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind unter 25. Ja, wir sollen über Durchschnitt reden. 45 Jahre im Arbeitsmarkt sein, können also diese Leistung durchaus bringen. Und jetzt geht es darum, dass die Politik, die Wirtschaft diese Menschen in Arbeit bringt, in gute Arbeit bringt. Und dann wird sich das auch für die Sozialkassen rechnen. Ich habe eine Bitte an Sie beide. Es ist ja so, wir lesen wirklich Wirtschaftswissenschaftler. Der eine sagt das eine, der andere sagt das andere. Im Moment ist es, was die Flüchtlinge angeht, wirklich geteilt. Für die eine Richtung sind das lauter zukünftige Hartz-IV-Empfänger. Und die anderen, die optimistischeren, sagen, nein, das sind lauter zukünftige Nettoeinzahler in unser System. Darf ich Ihnen drei einfache Fragen stellen? Und Sie aus Ihren unterschiedlichen Meinungen beantworten Sie einfach, wenn es geht. Also die erste ist, sind die Flüchtlinge, die jetzt kommen, die Facharbeiter, die die Wirtschaft so händeringend seit Jahren sucht, Herr Raffelhüschen? Zu circa einem Fünftel, wenn man der Statistik, die so da veröffentlicht wird, trauen darf, stimmt es. Ein Fünftel. Während vier Fünftel eben halt genau dies nicht sind. Mhm. Wir haben also im Grunde genommen eher eine Zuwanderung von unqualifizierter Arbeit. Mhm. So, und das ist genau das, was wir nicht brauchen. Wir brauchen qualifizierte Arbeit. Gut, Sie sind es nicht, Sie werden es nicht. Herr Fratscher? Sie werden es. Sie sind es heute nicht, aber Sie werden es werden. Wir haben heute über 1 Million offene Jobs. Mhm. Unternehmen suchen bereits heute händeringend nach Arbeitskräften. Und das sind nicht nur die hochqualifizierten Akademiker, sondern auch viele einfache Jobs. Also es gibt bereits heute die Jobs, Unternehmen, die Menschen suchen, Arbeitskräfte suchen. Das wird sich in den nächsten 15 Jahren deutlich verschärfen. Wir werden 5 Millionen Babyboomer haben, die in Rente gehen. Also dieses Problem, dass uns die Arbeitskräfte fehlen, das wird sich nochmal verschärfen. Die Flüchtlinge haben das Potenzial, einige dieser Lücken zu schließen. Sie werden nicht alle Lücken schließen, gar keine Frage. Aber sie werden einige dieser Lücken schließen können. Deshalb ja, die Flüchtlinge sind viele der Arbeitskräfte und der Fachkräfte von morgen. Nicht alle, aber doch einige. Wie lange wird das dauern, zweite Frage, bis die, die jetzt kommen, in den Arbeitsmarkt integriert sind? Es gibt Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Das würde mich interessieren, was sagen Sie? Im Durchschnitt. Also wir kennen im Prinzip Integrationszeiten nicht wirklich. Also wenn man Integrationszeiten festmacht an der Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausländer dieselbe Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit hat wie ein Inländer, und wenn man das zum Maßstab nimmt, dann dauert es ewig. Wenn man, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit setzt, naja, zu einer 60 oder 70, also im Grunde genommen, um es klar zu machen, also günstigenfalls 6 bis 7 Jahre. 6 bis 7 Jahre. Ungünstigstenfalls, und das sind skandinavische Daten, auf die wir da basieren, 15 Jahre. Was sagen Sie? 6 bis 7 oder 15 Jahre? Weil das ist ja schon ein Unterschied, weil so lange muss man investieren, bis da etwas wieder kommt. Zwei Punkte, glaube ich. Einmal, wir wissen historisch gesehen, Flüchtlinge, die Hälfte davon wird innerhalb der ersten 5 Jahre Arbeit finden. Also ein großer Teil schafft das innerhalb der ersten Jahre. Der zweite Punkt, der wichtig ist, es hängt doch von der Politik und von der Integrationspolitik ab, wie schnell diese Menschen in Arbeit kommen. Es wird immer so getan, als würde das nur von den Flüchtlingen abhängen. Nein, es hängt von Gesellschaft und Politik ab, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, die richtigen Investitionen zu tätigen, damit die Menschen in Arbeit kommen. Also wenn alles gut läuft und die Politik das macht, was schätzen Sie dann? 6 Jahre, sagt Herr Raffelhüschen. Ich halte es für absolut realistisch, dass 2/3 der Flüchtlinge innerhalb von 5, 6 Jahren in Arbeit kommen können. Da sind Sie also ähnlicher Meinung. Kriegen wir denn alle, die jetzt kommen, auf den Arbeitsmarkt? Oder wie viel Prozent, Herr Raffelhüschen? Also der Arbeitsmarkt, muss man sich fragen, welcher? Der Arbeitsmarkt für unqualifizierte Arbeitskräfte, der wird sehr unter Druck geraten, weil die sind halt nicht qualifiziert. Und wenn man sich das Bestreben anschaut, also wir haben im Regelfall Leute vor uns, die Geld verdienen wollen und nicht eine Ausbildung anfangen wollen oder Ähnliches. Und daran müssen wir arbeiten. Tatsächlich können wir ja mit qualifizierter Zuwanderung oder mit zu qualifizierender Zuwanderung eine Menge bewegen. Das ist eine gute Zuwanderung. Also die Zuwanderung für sich ist ja nichts Schlechtes. Wir leben sowieso seit 100 Jahren als Einwanderungsland, ohne dass wir Einwanderungsregeln haben. Da hätten wir schon längst was dran drehen sollen. Aber Zuwanderungsländer, wie viele werden wir in Arbeit bringen in alle Kultur. Sektoren? Das wäre ja doch die interessante Frage, selbst in einem Niedriglohnsektor. Also wie viele ich denke mal, dass wir tatsächlich bei 2/3 irgendwo nach 7, 8, 9 Jahren also sind. Also 75% in den Unqualifizierten. Ja. Die Qualifikation dauert länger, weil sie müssen einen Spracherwerb haben.
Der dauert bei den meisten Menschen warum 2, 3 Jahre. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Sie müssen dann eine entsprechende, sagen wir mal, Fachausbildung haben. Sie brauchen Lehrstellen für diese Menschen. Und das alles dauert eben halt seine Zeit. Aber ich glaube, ein Punkt, den wir vergessen, wir stochern so ein bisschen im Nebel. Wir schauen die Zukunft, wissen es nicht. Wir sollten mal in die Vergangenheit schauen. Wir haben ja ein großes Wirtschaftswunder in Deutschland gehabt in den letzten 70 Jahren. Und nicht obwohl wir Flüchtlinge bekommen oder Migranten gehabt haben, sondern weil wir Migranten gehabt haben. Gastarbeiter hießen die damals. Gastarbeiter. Wir haben viele in den 60er, 70er Jahren viele Zuwanderer gehabt mit geringen Qualifikationen, die sich gut integriert haben, die heute zum allergrößten Teil beschäftigt sind, in Arbeit gekommen sind. Also wir haben in der Vergangenheit in Deutschland gesehen, dass die Integration gelingen kann und dass die Menschen, die zu uns kommen, die Migranten, ein Gewinn für Wirtschaft und Gesellschaft sind. Warum ist das was ganz anderes, Herr Raffelhüschen? Naja, weil wir haben ja nur denjenigen reingelassen, der einen Job hatte. Jetzt lassen wir ja denjenigen rein, der einfach rein will. Das ist ja wohl ein Unterschied, oder? Stimmt so nicht. Und wenn man wirklich über gelungene Integration spricht, dann würde ich hier nicht die Zuwanderung aus den 60er Jahren nehmen, sondern die wirklich gelungene Integration ist tatsächlich die Integration der entsprechenden Osteuropäer und der ex-jugoslawischen Republiken in Deutschland in den 90er Jahren. Das war tatsächlich eine etwas gelungenere Integration im Verhältnis zu dem, was wir in den 60er Jahren hatten. Denn bei den 60er Jahren haben wir natürlich das Problem der Zweitgeneration gehabt. Mhm. Die Erstgeneration durfte nur zuwandern, wenn sie einen Job hatte. Ich meine, da hatten sie eine hundertprozentige Arbeitswahrscheinlichkeit vor sich. Das ist doch was anderes als der jetzige Zustand. Und die Zweitgeneration war bei dieser Integrationsgeschichte ein wirkliches Problem. Das haben wir viel thematisiert. Reden wir heute viel darüber. Eigentlich erst die dritte Generation der türkisch- und kurdischstämmigen Migration aus den 60er Jahren wirklich angekommen ist. Herr Grupp, praktische Anmerkungen zum theoretischen Teil? Ich sehe das nicht so negativ. Ich sage mal, wenn Sie von 6 bis 7 Jahren sprechen, bis die zum Arbeiten kommen oder zum positiven Arbeiten. Ich meine, wir haben doch schon in der Vergangenheit, ob Italiener oder Türken oder sonst was, ich meine, die haben sich beworben, sprachen ganz kaum Deutsch und wurden eingearbeitet, haben gelernt und haben dann 6 Wochen Einarbeitungszeit bekommen und dann haben sie diese Arbeitsplätze ausgeübt. Bei Ihnen ging's ja jetzt auch und das muss einfach geschehen. Das heißt, wenn Sie natürlich von hochqualifizierten Arbeitsplätzen sprechen im IT-Bereich, dann habe ich natürlich Verständnis. Aber wir brauchen deshalb die Produktionsarbeitsplätze, die wir ausgelagert haben. Die müssen zurückkommen und dann können wir die Leute auch integrieren. Und bei uns, ich brauche einen Färber oder ich brauche einen Stricker oder ich brauche eine Näherin. Und ich sage mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 6 Jahre braucht. Das wäre ja eine Katastrophe, bis sie nähen kann. Und deshalb sage ich, die müssen ran, die werden eingearbeitet und wir bilden aus. Und das ist ganz wichtig. Sie sind der einzige Textilunternehmer, der noch in Deutschland ist. Ja, das ist aber fatal. Aber sagen Sie doch mal mir einen Textilunternehmer, der reicher geworden ist, nachdem er die Arbeitsplätze verlagert hat. Ist doch keiner reicher geworden. Sind doch alle untergegangen und haben Insolvenz gemacht. Also deshalb sage ich, müssen wir doch die Arbeitsplätze nach draußen lagern. Und ich frage mich natürlich, wenn einer in Amerika Dependancen baut und alles, wie viel gewinnen tatsächlich Geld oder wie viel verlieren das Geld in Amerika? Ich meine, da muss man doch auch mal real sein. Wir müssen hier den europäischen Standort stärken und hier die Arbeitsplätze machen und die müssen hinunter, dass wir auch die normalen Menschen mit einarbeiten können oder die Geringqualifizierten einarbeiten können. Das sind wir denen schuldig. Mhm. Bei mir gibt es keinen Mindestlohn, wo ich darüber diskutieren müsste, dass der unter 8,50 ist. Wir stellen für 9,50 ein. Und wenn einer Papierkörbe leeren sollte, nur das gibt es nicht. Der muss Papierkörbe leeren und vielleicht auch noch wichtige Türen schließen und dann ist er sein Geld wert. Aber wir gehen ja immer hin und sagen, die einen machen nur das und die anderen sollen nur das machen. Wie auch ich mache alles, was im Betrieb ist. Und deshalb gibt es bei uns nur den verantwortungsvollen Mitarbeiter, von dem das verlangt wird. Und der wird dafür auch bezahlt. Und der hat eine Aufgabe und die muss er verrichten. Und dann kriegt er auch seinen Mittelstand ordentlichen Lohn. Funktioniert immer noch so. Frau Ballmeier und Herr Tichy hatten Anmerkungen. Bitte. Ja, also die ganze Richtung der Diskussion. Es kommen Menschen zu uns, die Unsagbares erlebt haben. Und ich finde die alleinige Betrachtung nach der ökonomischen Verwertbarkeit auch ein bisschen schwierig. Ich verstehe es das, okay, aber wenn das man ist sagt, immer 70% heute unser Thema. Werden, also wenn Sie sagen, 30% werden noch arbeitslos sein in so und so vielen Jahren, dann sage ich ja, dann haben 70% ja eine Arbeit. Das ist ja echt nicht zu verachten. So. Aber alleine die ökonomische Verwertbarkeit finde ich auch inhuman. Sie müssen das verzeihen. Wir haben hier sehr viel diskutiert über Flüchtlinge, auch über die humanen Aspekte. Heute ist nun mal eben das Thema Sozialstaat und Arbeitsmarkt und deshalb stellen wir das im Mittelpunkt. Ich würde Ihnen gerne noch jemanden vorstellen, und zwar jemanden, der auch sehr schnell eine Arbeit gefunden hat, der sehr schnell Deutsch gelernt hat und der trotzdem einen Weg geht, der jetzt auch in der Qualifikation am Ende da landen wird, wo wir einen dringenden Bedarf haben, nämlich bei den hochqualifizierten Facharbeitern.
Alireza Fagizadeh ist so etwas wie ein Vorzeigeflüchtling. Der 22-Jährige lebt ohne staatliche Unterstützung in Deutschland. Als er vor 2,5 Jahren aus dem Iran floh, weil er sich unterdrückt fühlte, sprach er noch kein Wort Deutsch. Inzwischen beherrscht er die Sprache fließend und macht eine anspruchsvolle Ausbildung als Elektroniker bei Siemens. Paradox: Über seinen Asylantrag ist bis heute nicht entschieden. Und das heißt, obwohl er zum begehrten Facharbeiter qualifiziert wird, könnte er wieder abgeschoben werden. Macht das Sinn? Herzlich willkommen, Alireza Fagizadeh. Schön, dass Sie da sind. Sie sind im Sommer 2013 gekommen, also schon lange vor dieser großen Welle jetzt hier. Da waren Sie 20. Warum war es denn ausgerechnet Deutschland? Was wussten Sie von diesem Land? Also ich hatte grundsätzlich Freunde in Berlin. Mhm. Und hatte genauso wie viele andere junge Zuwanderer auch Träume. Und wie kann man Freunde in Berlin haben im Iran? Also über den Austausch im Internet? Nee, die waren also unsere Freunde in Iran, die schon vorher nach Deutschland gekommen sind. Also längst Freunde gewesen. Okay. Und wie viele andere junge Zuwanderer hatte ich auch Ziele und Träume, die ich in meinem Land nicht erreichen konnte. Und habe mich dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen. Sie haben einen Fluchtweg gehabt, der mit dem Flugzeug gewesen ist, also keine Dramatik, haben hier Asyl beantragt. Das ist immer noch nicht entschieden. Was ist Ihr Status heute? Also ich habe heutzutage jetzt eine Aufenthaltsgestattung, was jedes Jahr verlängert wird. Und wann läuft die Sie jetzt haben, aus? Dieser April. Jetzt im April? Ja. Okay, das heißt, Sie wissen nicht, was danach ist? Also das weiß ich nicht, aber das ist üblich, dass es so lange verlängert wird, bis den Anhörungstermin vereinbart wird. Mhm. Und dann wird der Jurist dafür entschieden, ob die Fluchtgründe eigentlich für den Asylgrund ausreichen. Ja. Genau, ausreichend sind. Ja. Sie sind natürlich den alten Weg gegangen, Flüchtlingsheim. Sie waren in Berlin da, haben da beim Amt sich vorgestellt. Brauchten Sie die Tafeln zum Beispiel, so eine Grundsicherung? Sind Sie mit dem ausgekommen, was Sie bekommen haben als Grundsicherung? Die ersten 3 Monate haben wir 150 Euro bekommen. Das war vollkommen ausreichend, weil wir in Wohnheim auch Essen bekommen haben. Und nachher so etwa ungefähr 360 Euro jeden Monat. Und ich würde sagen, für ein Luxusleben reicht das natürlich nicht, aber für das Überleben war das genug. Und Sie haben sich dann eine Wohnung gesucht, eine WG oder ein Zimmer oder was haben Sie bekommen? Ich habe mich beim Lageso für eine Wohnung beworben, die vermitteln das. Und da hat eine deutsche Frau, Frau Wegner, die auch ebenfalls ein Zimmer für einen Flüchtling vermieten wollte, hat sich bei mir gemeldet und gesagt, hier ist mein Zimmer, stell dich einfach vor. Kannst du bei mir einziehen, wenn du willst. Das ist die eine Seite. Aber Sie hatten ja dann noch keine Beschäftigung. Muss man viel warten? Muss man Geduld haben, wenn man in dieses Land kommt? Also in meiner Zeit war das alles verboten. Studien verboten, Beschäftigung verboten. Ich durfte grundsätzlich nicht machen. Und die Behörden würden auch die Kosten vom Deutschkurs nicht übernehmen, weil das nicht nötig, weil sie das nicht nötig fanden. Und sie meinten, du musst warten, bis es für deinen Asylantrag entschieden wird. Und das dauert ja immer noch. Mhm. Und von daher. Wie haben Sie dann doch Deutsch gelernt, wenn Sie keinen Deutschkurs bekommen haben? Da hatte ich Glück, dass Europäische Sozialfonds die Kosten übernommen hat und dann dagegen ein Praktikum erwartet haben, ein 2-monatiges Praktikum. Da habe ich mal im Dezember 2013 angefangen, Deutsch zu lernen, war ziemlich frühzeitig damit fertig, im April 2014. Dann habe ich direkt danach ein Praktikum gemacht und am Ende des Praktikums ein B2-Zertifikat plus Berufsorientierung, also für Bewerbungsschreiben und Lebenslaufschreiben bekommen. Sie haben im Dezember 2013 angefangen, richtig Deutsch zu lernen. Ja. Wow. Ja, ich hatte so ein kleines Buch mit dabei gehabt zum Selbstlernen. Also das war auch echt, Ihre sehr Generation hat noch Bücher. Ich dachte, das macht man mittlerweile alles mit Apps. Nein? Ja, also auch. Applications gibt es natürlich ganz viele. Okay. Ja. Und Sie haben sich, Sie wollten nicht nichts tun. Sie haben irgendwie eine Art von Freiwilligenjahr gemacht. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Also als ich bei Renate Wegen eingezogen bin, war das Praktikum schon vorbei und hatte ich nichts mehr zu tun, weil alles war verboten und ich wollte mal studieren. Auch verboten, an die TU durfte ich auch nicht gehen. Dann hatte ich nichts zu tun, außer mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Dann bin ich eines Tages hier durch die Straße vorbeigefahren und habe diese Aufsteller gesehen von der Diakonie. Darauf stand Freiwilliges Zentrum. Und ich habe mich gewundert, was kann das sein? Bin da reingegangen, habe mich umgehend erkundigt und haben sie mir ausführlich erzählt, in welche Branchen sie engagiert sind und was die eigentlich machen und das, was die jungen Menschen bezahlen. In diesem Fall war 300 Euro. Es ging nicht ums Geld, sondern es geht um die Beschäftigung. Das war so eine psychische Belastung, dass ich nicht tun darf, dass ich für meine Zukunft nicht entscheiden darf. Und
muss einfach zu Hause sitzen. Ich wollte aber nicht. Ich bin rausgegangen, habe mich unterhalten, habe einen guten Weg gefunden über diesen Freiwilligendienst in einer Grundschule in Kreuzberg. Da ging es auch alles ziemlich locker. Ich musste den ganzen Tag mit Kindern basteln, Bücher vorlesen, in die Klasse oder im Ausflug sie begleiten. Das war eine sehr spannende Zeit und ich habe dadurch auch ganz viel Deutsch gelernt, wegen diese ganzen Märchen und Bastelerei und so. Nicht schlecht. Mhm. Sie haben sich beworben bei Siemens, Online-Bewerbung, einfach mal auf gut Glück sozusagen. Wie war das Auswahlverfahren? Erstmal ist diese Vorrangregelung im November 2014 weggefallen. Und da habe ich auf die Empfehlung von Frau Wegener mich überall beworben. Also das war quasi jetzt, wo schon die große Flüchtlingswelle da, oder anfing, da wurde dann eben dieses Land geändert. Genau, es wurde so verhandelt, dass die Vorrangregelung wegfällt und dafür Sinti und Roma-Leute abgeschoben werden. Das war ja damals. Was für ein Deal, ja. Ja, naja, ich habe davon profitiert. Okay. Dann haben wir zusammen überall beworben, in technischen Bereichen meistens, Elektroniker, Mechatroniker, Anlagenmechaniker und sowas ähnliches. Und das einzige Unternehmen, die mir eine Zusage geschickt hat, war Siemens. Ich habe das Online-Verfahren, diese Online-Assessments bestanden und 2 Monate nachher habe ich mich persönlich vorgestellt. Sie waren begeistert, dass ich in 2 Jahren so viel geschafft habe, dass ich Praktikum gemacht habe, dass ich Bundesfreiwilligendienst gemacht habe. Und die meinten, wenn du das so bisher so geschafft hast, das vertrauen wir dir, dass du das weiter schaffst. Mhm. Und da sind Sie jetzt, machen die Ausbildung. Solange Sie die Ausbildung machen, gibt es eine gewisse Art von Schutz gegen die Abschiebung. Aber es ist einfach nicht geklärt tatsächlich. Also Sie könnten im April dann einfach auch den Bescheid bekommen, das war's und Sie müssen zurück in den Iran. Es gibt so eine neue Asylpaket, davon kenne ich nichts. 3+2 muss juristisch irgendwie geklärt werden, was das heißt. Aber ich habe mir vorher Mühe gegeben, diese Aufenthaltstitel zu ändern. Und zwar einen Antrag auf Änderung des Aufenthaltstitels zu beantragen, damit ich aus dem Flüchtlingsstatus rauskomme und ich die Ausbildung bis zum Ende meiner Ausbildung einen Aufenthalt bekomme. Das wurde auch leider abgelehnt. Ich weiß nicht, wovon es abhängig ist, aber soweit wie es geht, muss ich warten, bis ein Anhörungstermin vereinbart wurde und es dauert einfach. Haben Sie Angst, dass Sie zurückgeschickt werden? Davor habe ich natürlich Angst. Das belastet mich einfach psychisch und damit habe ich jeden Tag zu tun und das kann ich gar nicht beeinflussen. Was hatten Sie als Vorbildung mitgebracht aus dem Iran? Was konnten Sie, als Sie ankamen? Was hatten Sie für eine Ausbildung, Schule? Iranisches Abitur und da habe ich auch Englisch gelernt, muttersprachliches Niveau bis C2. Mhm. Die habe ich mitgebracht, habe mal den anderen ein bisschen Englisch beigebracht. Mhm. Als so ein Nebenjob oder sowas im Iran. Mein Abitur wurde leider nur als MSA anerkannt, was auch überhaupt keinen Sinn macht, weil mit den anderen Schülern kann ich mich über alle möglichen mathematische und physische Themen unterhalten. Das kann ich auch alles, die können das auch, die Leute, die Abitur haben. Mhm. Aber das war sowieso. Das hat mich bei der Ausbildung gar nicht behindert, weil mit dem MSA kann man auch gut reinkommen. Sie haben ein bisschen unsere Diskussion verfolgt. Ich bin sicher, Sie haben die Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten gelesen. Wir kriegen häufig ja den Vorwurf, wir nehmen immer Asylbewerber oder eben junge Leute, die dann kommen, die sind so Vorzeigeflüchtlinge. Die können schon alles und sind alles. Was ist denn Ihre Haltung dazu? Sind Sie so eine wahnsinnige Ausnahme? Sind Sie so ein Überflieger? Gibt es mehr wie Sie? Wie ist das Verhältnis etwa? Oder ist die Mehrheit eben dann doch so wie in Köln am Hauptbahnhof nachts da am Silvester? Eine Ausnahme bin ich überhaupt nicht. Viele junge Menschen, die müssen einfach den Weg sehen. Die müssen einfach sich dafür entscheiden, dass sie hier bleiben möchten. Und sie müssen das wissen, dass wenn sie hier bleiben, wenn sie sich hier integrieren lassen, wenn sie auch gute Chancen haben, wenn sie auch ein wohles Leben haben. Mhm. Das müssen wir schaffen, ihnen zu zeigen. Mhm. Also, da zählen Sie sich schon dazu. Sie sind quasi jetzt hier ein Wir. Naja, ich mache auch mit. Wir haben einen offenen Bahnhof gehabt und ich habe andere Flüchtlinge auch mit eingeladen, damit sie sehen, was wir machen und was ich von der Zukunft vor mir habe. Ich möchte natürlich nach der Ausbildung auch studieren, Ingenieur werden. Deutsche Ingenieure sind natürlich die Besten. Das habe ich mir auch vor. Und ich arbeite richtig dafür und ich tue alles bestens. Ist das nicht verrückt, Herr Tichy? Da kommt einer und will alles machen und der muss befürchten, zurückgeschickt zu werden. Ja, aber das ist ja die Perversion unseres Systems. Wir haben 300.000 Fälle wie Sie mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus. 300.000 Fälle hängen so in der Luft wie Sie. Wir haben 400.000 Leute, die noch nicht mal einen Antrag gestellt haben.
Also wir haben also insgesamt 700.000, vielleicht auch 800.000 Leute, die vor einer jahrelangen Zermürbungsmaschine den Fleischwolf der Bundesmigrationsbehörde stehen. Und das ist die Katastrophe. Und deswegen glaube ich, dass wir eben etwas anders machen sollten, dass wir tüchtige Menschen wie Sie, und es haben nicht alle Abitur, sprechen nicht alle Englisch, 60% sind Analphabeten, die wir derzeit haben, das ist Fakt, dass wir tüchtige Menschen wie Sie eben für uns tatsächlich brauchen und auch holen sollten. Und dass wir auf der anderen Seite schnell entscheiden sollten für diejenigen, die nicht bleiben dürfen, um solche Hängepartien, die zermürben, die asozial, die Menschen vernichten, dass solche Hängepartien vermeiden. Das ist der Fehler der Großen Koalition, dass sie, obwohl sie eine so große Mehrheit hat, diese schnelle, gesetzliche und notwendige Änderung einer schnellen Entscheidung im Interesse aller, dass sie das nicht getroffen hat. Denn ich finde es auch unmöglich, Menschen jahrelang in Turnhallen gewissermaßen zwischenzulagern und dann wieder irgendwo hinzuschicken, wo sie auch nicht angenommen werden, weil Menschen keine Pakete sind. Dann wird es aber kompliziert, Herr Tichy, wenn Sie sagen, die Analphabeten brauchen wir nicht und gleichzeitig sagen Sie aber, mit den Leuten aus Aleppo haben Sie Mitleid. Ja, ja, wir müssen entscheiden zwischen Flüchtlingen und zwischen Menschen. Flüchtlinge, da müssen wir, da bin ich bei Reimer, die hat es ja vorhin gesagt, bei Flüchtlingen müssen wir anders überlegen, da sollen wir nicht rechnen, aber wir müssen davon trennen, die Arbeitsmarktsituation. Und alles, was wir hier gesprochen haben, ist ja richtig. Ich hoffe ja auch, dass wir, oder ich glaube auch, dass wir Fachkräfte für die Zukunft brauchen. Aber dann müssen wir die holen. Wir müssen endlich lernen, dass das Asylrecht ein Sonderrecht ist für Flüchtlinge mit einem eigenen Verfahren. Und es hat keinen Sinn, andere Menschen, die die Wirtschaft brauchen können, ganz egal, ob es ihr näher ist oder ob es ein Hochschulprofessor ist, solche Menschen jahrelang durch die Bürokratie Fleischwolf zu drehen. Das ist nicht sinnvoll. Oh. Herr Waffelhüschen hat gerade genickt, weil das ist genau das, was Sie denken. Das ist exakt der Punkt. Wir sind doch ziemlich verlogen unterwegs in Deutschland. Wir sagen, die einzige Zuwanderungsmöglichkeit ist ein Asylverfahren. Wir erlauben ja nicht qualifizierten Menschen bei uns einen Antrag auf Zuwanderung zu stellen. Und genau das ist doch der Punkt. Von ihm können wir doch gar nicht genug kriegen. Da gibt es doch kein Limit. Aber wir sagen ihm, er soll nicht eben halt seine Qualifikation unter Beweis stellen und dann kriegt er eine Aufenthaltserlaubnis. Nein, er muss jetzt lügen oder nicht lügen. Ich weiß das nicht, wie es in seinem Fall ist. Aber auf jeden Fall muss er so tun, als ob er eben halt politisch aktiv war und eben halt politisch verfolgter ist und so weiter und so fort. Das ist doch das Verlogene bei uns. So, kriegen wir das denn jetzt noch gedreht? Weil das ist ja die interessante Frage. Wir haben ja jetzt 1 Million Flüchtlinge bei uns. Flüchtlinge, Zuwanderer, wie immer Sie das nennen wollen. Ein hoher Anteil, wie Sie sagen, Analphabeten. Kriegen wir denn unter diesem Druck das überhaupt jetzt noch mal gedreht, dass wir aussuchen können? Oder müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir mit dem machen, die wir da haben? Wir müssen natürlich beides tun. Faktisch müssen wir mit der Situation umgehen. Aber trotzdem, mich stört es auch, wenn man immer sagt von Syrern, wir haben unter den Flüchtlingen im Augenblick irgendwo zwischen 20 und 30% Syrer. Ja. Mehr nicht. Was jetzt nicht sich gegen Syrer richtet. Und wir haben diesen Irrsinn der Bürokratie, die mehr lähmt, mehr kaputt macht, aber den Menschen, denen geholfen werden soll, auch nicht hilft. Ja. Und das ist doch das Problem. Und ich würde wirklich appellieren, statt irgendwelche Fantasiegesetze zu machen über Abschiebung, die nie stattfindet, das Problem grundsätzlich anzugehen. Und zwar auch deshalb, weil der Sozialstaat sonst am Ende mit Menschen dann eben zu tun in hat, der Tat, die eben nicht so... Noch mal nur ein Satz an der Stelle. Ja. Es hilft ja nichts, wenn wir uns die Sache schönreden, wenn wir viele Menschen kommen lassen, die nie in diesem Arbeitsmarkt gute Jobs kriegen, die sie lange ausüben können, werden wir alle ärmer. Aber da würde ich Ihnen widersprechen, Herr Tichy, wenn ich das darf. Weil ich glaube, es geht wirklich nicht um die Frage nur mit guten Jobs. Es gibt auch viele Menschen, die einfache Jobs haben, die geringes Einkommen haben, trotzdem weiterleisten. Wir haben 1 Million Langzeitarbeitslose. Wir haben 1 Million Langzeitarbeitslose, weil sie keine Qualifikation und Ausbildung haben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass auch jemand mit einem einfachen Job, mit geringem Einkommen, genauso einen Beitrag leisten kann. Das, glaube ich, diese Unterscheidung ist wichtig. Es gibt nicht nur 1 Million Langzeitarbeitslose. Um die konnten wir uns auch mal kümmern. Aber was machen wir? Wir haben die Unterstützungs-, also die Lernprogramme für Langzeitarbeitslose von 140.000 auf 90.000 reduziert. So kriegen wir die Langzeitarbeitslosen, die schon da sind, auch nicht in die Jobs. Frau Breimer, ja, ich bin ja zur Abwechslung echt mal 2 Minuten heute bei Ihnen jetzt gewesen. Das kann ich, glaube ich, alles unterschreiben. Ja, aber dann sind wir wieder bei der Frage, wie kriegen wir das hin?
Also ich meine, was wir jetzt als allererstes brauchen, sind Deutschkurse und Menschen, die Deutschkurse geben können. Und was wir dann brauchen, ist genügend Menschen in diesen Migrationsämtern. Das arbeiten einfach zu wenig Menschen. Die Hauptamtlichen, die im öffentlichen Dienst sind, kommen auf dem Zahnfleisch daher. Die Ehrenamtlichen kommen auf dem Zahnfleisch daher. Da muss mehr Personal eingestellt werden. Und das kostet halt auch Geld. Aber ich denke, da ist es auch jeder Euro wert. Weil wenn wir dann wieder bei der Ökonomie sind, dann ist es doch gut, da mal 6, 8 Jahre zu investieren. Die Frage ist, ob wir den Wettlauf mit der Zeit ja auch gewinnen. Sie müssen es einfach machen. Zuwanderungsgesetz ist ja wurscht, aber ich will ja nicht, mir geht es ja auch darum, die Leute nicht im Mittelmeer ersaufen zu lassen und nicht zu gucken, hast du Deutschkenntnisse oder Englischkenntnisse? Geht doch nicht. Also wir müssen bei den Flüchtlingen ganz klar sagen, hier haben wir auch eine moralische Verpflichtung, wo wir helfen müssen und die kostet Geld. Ja. Aber dann müssen wir natürlich sagen, wir können auch aus den Flüchtlingen ein gewisses Kapital schlagen und das müssen wir nutzen. Mhm. Und vor allem müssen wir, wenn wir erkennen, dass Leute Asyl suchen, die keine Berechtigung haben, mal sagen, da müssen wir gleich Strich drunter machen und sagen, die dürfen hier nicht rein und die müssen wir nicht ewig durch die Mühlen schleusen, sondern da müssen wir sagen, okay, die müssen wir zurückschicken. Und die anderen, die müssen wir aufnehmen, einmal aus humanitären Gründen, die müssen wir dann in unseren Sozialstaat reinnehmen und dann müssen wir sagen, wen können wir wie Ihnen, Sie sind ja kein Durchschnitt, Sie sind ja ein Überflügler und ich sag mal, ich würde Sie immer, wenn Sie bei Siemens keine Stelle mehr kriegen, übernehmen, da hätte ich kein Problem. Er hat Abitur, leider. Weil ich sag mal, wir brauchen Sie und deshalb müssen wir anwerben können, wir müssen also Leute auch von draußen reinholen können, aber wir müssen auch die Leute, die im Prinzip eine Basis haben, wo wir sie einarbeiten können, die müssen wir ausbilden und müssen sie reinnehmen und unkompliziert. Alles? Und da müssen wir das Unkomplizierte mal dem Staat sagen, das muss etwas unkomplizierter gehen, damit wir diese Probleme lösen können und nicht diskutieren, sondern gleich lösen. Alles eine Frage auch der Zahl. Herr Tichy, es sind 2016 in den ersten Wochen dieses Jahres, Monaten dieses Jahres 100.000 Flüchtlinge schon nach Deutschland gekommen. Ja, 100.000. Die Frau Merkel kämpft jetzt ab morgen auf dem EU-Gipfel, dass das spürbar weniger werden. Die Franzosen haben gesagt, sie wollen nicht mehr, die Osteuropäer sowieso. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn Frau Merkel sich da nicht durchsetzt? Frau Merkel wird sich aller Wahrscheinlichkeit, ich bin ja nicht dabei, aber sie wird sich aller Wahrscheinlichkeit nicht durchsetzen. Deutschland hat sich isoliert. Deutschland riskiert den gefährlichen Zerfall oder Bruch innerhalb der Europäischen Union. Das ist ein großer Fehler. Und ich fürchte, es wird so ausgehen, dass eben doch Mazedonien oder zwischen Griechenland und der Türkei mehr oder weniger Abschottung erfolgt, weil einfach die große Zahl von Flüchtlingen für das Land schwer zu ertragen sind. Wir reden ja erst, wenn wir nichts tun vom Beginn einer Migrationswelle, nicht von ihrem Ende. Und darauf kommt es an. Und Integration ist nicht nur eine Frage des Geldes. Integration ist auch eine soziale Frage. Und es wird unmöglich, je mehr Menschen und je länger dieser ganze Prozess dauert. Integration ist ein Prozess, der dauert noch länger, als das Bundesamt für Migration Asylanträge abarbeitet. Und das heißt also, wenn sie sich nicht durchsetzt, dann wird es Grenzen geben, da wo es bisher keine Grenzen gab. Das ist schlecht dann für die Wirtschaft. Dann wird es wieder Grenzen geben. Aber gut für also, Deutschland? Wir brauchen das Schengener Abkommen, wir brauchen Europa, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Nur muss aber auch ganz klar sein, auch ich kann mal einen Satz sagen, den muss ich auch die Größe haben, den zu korrigieren. Und wenn wir sagen, alle Flüchtlinge nehmen wir alles auf, das kann nicht passieren. Das müsste schon längst korrigiert worden sein, denn wir haben sicher natürlich viele Flüchtlinge bekommen, die gar nicht gekommen wären, wenn wir das nicht so großzügig gesagt hätten. Und das müssen wir mal klar sagen, das muss Frau Merkel korrigieren. Dafür ist sie ist gut und sie hat vieles geleistet. Und je mehr einer geleistet hat, desto mehr muss er auch in der Lage sein, einen Satz zu korrigieren. Wird er schnell korrigiert, ist das gar keine Fehlentscheidung, sondern ich sage immer, eine Fehlentscheidung wird es erst, wenn man den Fehler lange verteidigt. Frau Breymeier hat den Kopf geschüttelt. Ich denke, das Problem ist ja nicht die Frau Merkel, sondern das Problem ist wirklich der Rest Europas. Also ich aber die werden das Problem haben. Aber wenn ich eine politische Ich muss Frage. Doch die anderen aber auch verstehen. Und dann müssen wir natürlich auch mal wissen, ob wir immer nur dem Amerikaner nachlaufen oder ob wir auch mal sagen, wir brauchen einen Putin und Russland hat so vieles nicht verbrochen, was im Prinzip also wir ihm vorhalten. Den Putin sollte man nicht gleich holen. Wir brauchen ihn, um die Probleme zu lösen. Wir sollten uns an einem nicht vorbeidrängen.
Es ist nicht so, dass die anderen das Problem sind. Im Augenblick sind wir aber das sind Problem. Millionen man muss von Menschen unterwegs. Man muss in Europa schon noch mal akzeptieren, dass die anderen Länder auch ein Recht haben, ihre Entscheidungen zu treffen. Und wir können sie nicht als Deutsche kurz, historisch überrollen. Sehr kurz. Eines Menschen, der in beiden Ländern arbeitet, nämlich in Norwegen wie auch in Deutschland, und auch in Dänemark lange Zeit gelebt hat. Ich kann Ihnen einen schönen Gruß von der dänischen Staatsregierung ausrichten. Wer einlädt, bezahlt. So. Und das ist natürlich das Problem, das wir jetzt haben. Wir haben uns in Deutschland isoliert. Es ist nicht Osteuropa und Frankreich. Es ist Skandinavien mit Ausnahme von Schweden. Es sind alle da, die uns halt als diejenigen sehen, die einen Willkommensgruß ausgesprochen haben. So. Und nochmal, Willkommenskultur von Einwanderungsländern findet überall statt. Aber bestimmt nicht an der Grenze. Denn die Willkommenskultur von amerikanischen Grenzpolizisten, die ist mir hinläufig bekannt. Wir werden das diskutieren. Und zwar im Lichte dessen, was passiert auf dem EU-Gipfel. Danke Ihnen heute, dass Sie das Thema bis hierher diskutiert haben und wir schauen, was weiter passiert. Herzlichen Dank fürs Kommen heute. Danke, dass Sie und meine Gäste waren. Ihnen danke ich fürs Zuschauen und sage Ihnen noch, nächste Woche sind wir wieder da an derselben Stelle zur selben Zeit. Schönen Abend noch.